So, ich bin jetzt hier auf dem Weg ins Kino. Ja, sieht man schon den Uferpalast mit Jurassic World. Den Film wollte ich sehen. Keinen, den ich kenne, interessiert der Film so wirklich, zumindest hier in Stuttgart. Und deswegen gehe ich da alleine rein. Und das hat so einen komischen Beigeschmack bei uns in der Gesellschaft. Alleine ins Kino gehen oder alleine in die Disco gehen, alleine auf ein Konzert gehen. Da denkt man immer, irgendwas ist da komisch. Wenn jemand da alleine geht, hat er keine Freunde, was macht er? Außer wenn ich jetzt so einen Block und einen Stift dabei hätte. Ah, der recherchiert für irgendwas, vielleicht schreibt er seine Bachelorarbeit über irgendwas in der Richtung. Muss es nicht Kino sein, aber nur Dinge, wo man normalerweise zu zweit mindestens hingeht. Und das ist eigentlich schade, dass bei uns, dass man eigentlich Dinge aufgrund von gesellschaftlichem Druck nicht mehr alleine machen darf. Und man sich komisch fühlen muss, wenn man denn Dinge alleine macht. Und es einfach mal zu tun, ohne Stift und Block dabei zu haben. Einfach, weil man Lust dazu hat. Weil man auch Lust dazu hat, sich den Film vielleicht in Ruhe anzuschauen. Und sich nicht von den Blicken und vermeintlichen Gedanken anderer beeinflussen zu lassen. Was sowieso in jeder Lebenssituation gut und richtig ist. Das ist etwas, was wir viel mehr etablieren sollten bei uns. Also Mut dazu haben, Dinge, wenn man denn Lust dazu hat, sie auch alleine zu tun. So viel dazu und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.